Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Gonna. Wir schauen uns jetzt den oder das Lizard D20 Spritze an. Die Lizard D20 Spritze ist, glaube ich, das Richtige in der Version 1.0. Das Ganze kommt von Markus, Markus LSD, Talian und Agromods. Gibt es neben PC und Mac auch für PlayStation 4 und Xbox One? Findet ihr in der Kategorie Fahrzeuge und dann Pflanzenschutz. Ihr habt das gute Stück Lizard D20 für 1000 Euro. In der Anschaffung 50 PS Leistung, 60 Liter Sprit, Tank, 20 km maximale Fahrtgeschwindigkeit, 20 Liter Füllvolumen für Flüssigdünger und Herbizide, maximale Arbeitsgeschwindigkeit 10 km, Arbeitsbreite 3,3 Meter. So, warum schauen wir uns das in dem Falle hier an? Ja, weil der Mod leider ein Problem hat. Sobald man ihn einmal zum Beispiel gekauft hat, erscheint er nicht mehr im Shop. Also, das Modell lädt nicht mehr hier im Shop. Das ist nämlich so das erste große Problem. Aber ihr seht, 1000 Euro in der Anschaffung, eben 50 Euro im Leasing, soweit so klar. Design gibt es einmal Standard und einmal Covered. Covered ist im Endeffekt, dass eine Plane drüber liegt. Ihr könnt auch die Hauptfarbe noch auswählen aus den diversesten Farben. So, sieht das gute Stück in dem Fall aus. Was ist das überhaupt? Der Modder selber oder die Modder selber beschreiben das als Rückensprühgerät für kleinere Feldarbeiten. Okay, wir haben im Endeffekt so eine Art, nennen wir es mal, Hoverboard. Also, ne, ihr wisst hier diese Dinger halt, wo man sich halt mit den BNP so draufstellt. Und wir haben hier diese Spritze. So eine handelsübliche Rückenspritze halt. Ja, das ist es eigentlich auch schon gewesen. Wie gesagt, mit Covered wäre, ihr seht hier, wir haben zum Beispiel hier Kollision überall. Das liegt daran, wenn das Cover drüber wäre, hättet ihr da dementsprechend Kollision. Jetzt ohne ergibt das logischerweise wenig Sinn. Da gibt es keine Markenbezeichnung oder sonst was. Wir haben halt hier das Trittbrett mit zwei Rädern dran und hier dementsprechend so eine Spritze halbwegs nachgebaut. Das ist es in dem Fall auch schon gewesen. Wenn man sich dann einmal draufstellt, seht ihr, das sieht das Ganze dementsprechend so aus. Wir haben in der rechten Hand am Ende des Tages den Arm bzw. die Spritze. In der linken Hand haben wir den Hebel, um zu pumpen, ne? Klarer Fall. Und dann ist es das nämlich auch schon gewesen. Wir haben Innenansicht, da sieht das auch nochmal so ähnlich aus hier. Und mehr gibt es texturtechnisch gesehen auch nichts zu bewerten. Da hören wir ganz ab. Deswegen, ja, ist okay. Ne? Ist okay, ist okay. Deswegen hören wir uns mal den Sound an. Jo, warum man sich für so ein, sagen wir mal, derart bulligen Sound für dieses kleine Gerät entschieden hat, das weiß ich nicht, um ehrlich zu sein. Wirkt natürlich ein bisschen fehlplatziert, davon mal ganz abgesehen. Aber ja, es hat Sound. Ob einem das gefällt, ist eine andere Geschichte. Ich finde es ein bisschen unpassend, aber ich finde es jetzt aber auch nicht tragisch, davon mal ganz abgesehen. Na, von daher, ja, kann ja jeder ändern. Ist ja jetzt nicht die Hürde, davon mal ganz abgesehen. So, kommen wir dann einmal zum Thema Funktionalität. Ihr seht erstmal prinzipiell, ne, der Fahrer sitzt drauf, das ist schick schön. Wir haben auch Licht, man möge es kaum glauben, aber ja, man hat Licht, ne, was auch in der Nacht mehr oder weniger hier funktioniert. Ihr seht das Ganze, die Lichtquelle ist natürlich relativ beschränkt. Ist klar, Bremslichter haben wir keine, Blinker auch keine, Rundumleuchten auch nicht, ne, klar. Hupe, Hammer. Ja, eine Hupe Hammer. Ansonsten 50 km/h ist die maximale Fahrtgeschwindigkeit. Wenn man das Ganze jetzt sich nochmal hier reinschaut, sieht man, dass hier 20 km/h angegeben sind. Haut also nicht so wirklich hin, aber bis zu 50 km/h könnt ihr auf jeden Fall hier über die Straße speeden. Was im Real Life durchaus gesehen, ich würde fast sagen, lebensmüde wäre. Davon mal ganz ab. Ansonsten Innenansicht haben wir. Am besten ihr bleibt mit dem Blick nach vorne, weil ihr seht halt hier der Rucksack und so, ne? Also je nach Perspektive kann das ein bisschen komisch aussehen. Aber ihr seht, ihr könnt euch hier 360 Grad bewegen. Das ist jetzt weniger das Problem. Ansonsten die 50 km/h, ja, ist in Ordnung. Dadurch, dass das hier eine Standard-LS-Fahrphysik ist, passt das soweit auch. Ihr müsst halt nur aufpassen, wenn ihr Bordsteinkanten oder Unebenheiten, wenn ihr also droht zu kippen, dann könnte es ein bisschen ein Problem werden, weil dann liegt er komisch auf der Seite, dann müsst ihr das mit der Hand anpacken und so weiter und so fort. Aber ansonsten funktioniert das hier soweit alles, ne? Deswegen, soweit, so klar. Das im Allgemeinen dazu. Dann habe ich hier mal was vorbereitet. Es hieß ja kleinere Felder, ne, beziehungsweise kleinere Arbeiten. Ihr seht, wir haben jetzt 20 Liter Pflanzenschutz hier drin, das ist nicht viel. Ich habe mal hier so eine Art typisches kleines Beet nachgebaut. Ihr seht,
da ist Unkraut drin. Dieses Unkraut wollen wir jetzt bekämpfen. Also, die Karre angemacht. Fahren wir ein bisschen weiter vor. Und dann sehen wir hier, das funktioniert halt wie eine normale Feldspritze auch. Sprich, wir drücken einmal die Taste B. Ja, und dann können wir halt hier vorfahren. Und ihr seht, das Unkraut wird in dem Falle hier mit abgetötet. Ne? Soweit so klar. Was euch aber dementsprechend auch auffällt, der Verbrauch ist extrem niedrig. Ne? Ihr seht, wir haben 20 Liter drin, haben jetzt 98% dementsprechend gerade mal raus, obwohl das Ding halt hier die ganze Zeit läuft, jetzt 97%. Weil LS-typisch wäre das ja so der Fall, diese 20 Liter wären innerhalb von 1-2 Sekunden weg. Deswegen wurde dieser Ausgabeverbrauch so dermaßen reduziert, sodass ihr hier mit den 20 Litern Ewigkeiten hinkommt. Heißt also im Umkehrschluss aber auch, wir bewegen uns einmal hier zu dem großen Feld oder zum normalen Feld, also hier vorne das Ding, und hauen dann jetzt einmal Unkraut drauf. Dann heißt das nämlich, oder seht ihr, werdet ihr natürlich euch schon denken können, dass dann natürlich auch die Konsequenz dahinter ist, dass man extrem große Flächen damit bewirtschaften kann, beziehungsweise, naja, also, ne, machen wir am Wachstum 2, zack. Und wenn ich das Ganze jetzt hier aktiviere, ihr seht erstmal, Arbeitsbreite ist auf 3,3 Meter beschränkt. Laut Angabe, das könnte soweit auch hinkommen, ne, aber ihr seht halt auch, wir können hier im ganz großen Stil, könnten wir das Ganze arbeiten, und ihr seht, es wird halt kaum was verbraucht, obwohl wir nur 20 Liter drin haben. Ne? Also somit könnte man halt dementsprechend auch mit diesem kleinen Ding riesige Ackerflächen bewirtschaften. Ist natürlich nicht Sinn und Zweck dahinter, das ist klar. Könnte man aber theoretisch so auch überlisten. Deswegen ist es halt auch wirklich nur für kleinere Felder gedacht, die halt in den gewissen unter 1 Hektar, logischerweise, ne? Deutlich unter 1 Hektar liegen. Sonst ergibt das keinen Sinn. Normalerweise sind es eher so kleine Gartenbeete. Und selbst da müsste man im Real Life 3 Millionen mal nachfüllen. Aber ihr seht, es funktioniert. 10 km/h maximale Arbeitsgeschwindigkeit ist auch mit dabei. Die Arbeitsbreite, wie gesagt, auf 3,3 Meter angegeben. Es wirkt nachvollziehbar, nenne ich es mal. Deswegen, ja, das funktioniert. Ja, bleibt eigentlich zu guter Letzt noch der Lok übrig. Und der ist jetzt ein bisschen groß hier, weil ein bisschen was vorbereitet musste. Aber ihr seht, ganz oben ist der Eintrag. Ist sauber. Könnt ihr euch also, was das angeht, auch bedenkenlos mit downloaden. Nun, eine interessante Idee, dadurch, dass es ja diese Laufanimationen nur in diesen Alpine-Addon gibt und da man ja nicht ohne Probleme rankommt, wäre es natürlich schön, irgendwann ohne dieses, ja, Segway-Hoverboard, sondern dass man einfach die Spielefigur läuft mit der Spritze, das wäre dann eigentlich noch ein bisschen cooler, aber ja, warum nicht? Sieht auf jeden Fall witzig aus und ist vielleicht für den einen oder anderen auch zu gebrauchen. Deswegen, why not? Download-Link inklusive Bewertung ist wie immer mit in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Lasst ein Däumchen, ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, oder René. Tschüssi, Gorski.